Wieder zurück im Untergrund. Suchen wir noch immer nach Napoleons Truhe. Wir müssen uns dorthin schleichen. Ja, das mit dem Schleichen habt ihr ja schon mitgekriegt. Hat nicht so gut funktioniert. Aber wir öffnen jetzt hier mal das Türchen. Hui. Und sind dann auch schon bei der Truhe von Napoleon. Und da hat ja gleich mehrere Truhen stehen. Wie zum Beispiel auch diese wunderschöne Geldtruhe hier, die wir gleich mal öffnen. Also, ah, verdammt. Ich schätze mal, dass da Kohle drin ist. Kann natürlich sein, dass da irgendein anderer Mumpitz drin ist. Ich weiß es nicht. Irgendwas, was kein Mensch braucht. Ha, ist wieder nur Geld. Sag ich doch. Irgendwas, was kein Mensch braucht. Ja, so ist das mittlerweile geworden hier bei uns. Hier bei Assassin's Creed Unity. Und wir öffnen mal die Truhe von Napoleon. Der ganze Aufwand für einen Schlüssel. Was ist nur hinter dieser Tür? Okay. Wir haben den Schlüssel und müssen jetzt das Gebiet verlassen, aus dem Gebiet entkommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's zurück? Habt ihr euch den Weg gemerkt? Ich hab ihn mir nicht... Ne, ihr könnt mich mal. Ich gehe da nicht lang. Da hinten kommen wir nicht raus, ne? Ne, ich gehe da jetzt nicht lang. Könnt ihr vergessen. Ich nehme lieber den Weg hier. Bin ich ganz ehrlich. Da laufe ich lieber alles zurück. Aber da lang gehe ich nicht. Es ist schön, dass ich jetzt einfach komplett unten bin. Obwohl ich hoch müsste. So, zum Kotzen. Kommen wir da überhaupt hin? Ich mach doch keinen Sinn. Wir kommen da gar nicht hin. Weißt du? Verstehst du? So, hier hoch. Kollegas. Na komm. Sag mal, Arno, du willst mich doch auch ein bisschen verhoppeln, willst du mich doch, oder? Also ein bisschen Verarsche ist da manchmal schon dabei. So, ich komme hier hoch. Kann dann hier hoch, kann dann da hoch und da geht's auf einmal nicht mehr, oder was? Hä? Der kommt doch da hoch, erzähl mir doch keinen. Einmal. Der kommt da nicht hoch, ey, das ist doch Verarsche. Jetzt mal ganz ehrlich. Nö, macht er nicht. Ah, ja. Dieser Moment, wenn du dir nur ein bisschen verarscht vorkommst. Wie gesagt, der wäre da locker hochgekommen. Ich meine, klar, wir können auch hier lang gehen, logisch, aber... Guck mal hier, guck mal. Guck mal, wie viel Platz da ist. Also wenn er es da hoch nicht schafft, dann sorry, aber... Sollte er das mit dem Assassinen sein, nochmal überlegen, ob das überhaupt der richtige Job für ihn ist. So. Okay. Dann latschen wir es wieder zurück. Oh, hier gibt es noch eine Truhe, sehe ich gerade. Ja, noch gar nicht aufgemacht. Guck mal, da hinten. Wir waren hier aber schon, weil hier ist niemand mehr. Und da, wo niemand ist, waren wir. Nein! Dammit! So. Kling, kling, wie das Ghetto Ring, Ring. Was? Oh, die Mörserbomben sind voll. Schöne Scheiße. Schöne Scheiße Käsekuchen. Was soll it? Nee, so heiße ich gar nicht. Ich heiße Arno. Und ob ich weit komme? Guck mal, wie ich an euch vorbeirenne. Ich ignoriere euch einfach. Seht ihr, wie cool ich bin? Boah, ich bin so mega drauf. Ach du Scheiße. Nein, tut mir nichts. Doch, guck mal. Ich bin schon fast draußen, ey. Seht ihr, wie ich wegrenne? Ich bin schon am Ausgang, ey. Was ist los mit euch? Wir sind draußen. Am Friedhof. Cool. Also, was da unten los ist, ne, ist der absolute Wahnsinn. Das ist reiner Wahnsinn. Der Name reiner Wahnsinn, Alter. Das ist auch voll behindert. Aber lustig. Aber lustig ist es. So, wir haben es geschafft. Leider keine Kopfschüsse auch mal verteilt, aber wir haben es geschafft. 25.000. Alter. Was los? 25.000, ey. Bleib stehen. Was denn? Komm her, du. Brauchst du mal eine Abbremse? Ich stehe doch schon. Hast jetzt nicht mitgerechnet, dass ich einfach so stehen bleib, ne? Ah. Siehst du, Alter, wie der gleich auf mich schießt, ohne Vorwarnung. Was läuft denn bei dem im Schädel falsch, bitte? So, die nächste Mission. Wo ist denn die?
Ach, weil wir jetzt wieder hier versucht werden, oder was? Mann, weißt du, wegen so einem Spacko. Soll ich auf den Zwirn gehen, ganz ehrlich. Die nächste Mission wird mir aber irgendwie trotzdem gerade nicht angezeigt hier. Hä? Hier wird es uns aber schon angezeigt. Raff ich nicht, das ist mir zu hoch. Hi. Wie die eine mal angucken, ne? Hä? So, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz auf den anderen Bildschirm gucken. So. Es war wichtig, Freunde, es war wichtig. So, jetzt können wir weitermachen. Glaube ich, warte mal. Nee, hä, was ist das denn? Ah ja, okay. So, jetzt können wir weitermachen. Sorry. Ich musste da eben ganz kurz noch was einstellen. Es war von epochaler Wichtigkeit, meine Freunde. Ach, wie die mir auf den Sack gehen, diese Soldaten, Alter. Die immer mit ihrem Kampf zurück. Ich hau dir aufs Maul. Ich hab mein Schwert, damit kompensiere ich meinen Penis. Unfassbar, diese Typen. So, das nächste Missionsziel ist da unten irgendwo. Also im Intergrund. Ich schätze mal, dass es, dass die nächste Mission, die ist, dass wir da wieder in die Basilika müssen. Die ist nämlich hier direkt vor uns. Und da müssen wir wahrscheinlich wieder einfach reinrennen. So wie wir das immer gemacht haben. Tada! Pam! Und Pam! So einfach geht das hier. In Arnohausen. Oh Gott. Ihr kennt die Regeln. Ja, du stirbst jetzt. Regel Nummer 1. Dein Leben ist nichts wert. Und ich meine nicht Dennis wert. Tschüss. Bin schon weg. Mach dir keinen Stress, Kollege. Bin schon längst weg. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob ich überhaupt noch richtig bin. Jo, bin ich. Ich muss ja zu dieser Tür hin. Dennis! Bin ich gar nicht. Aber kein Scheiß. Zack, seht ihr, wie schnell das geht? Rucki zucki. Was wollt ihr jetzt von mir? Oh, ernsthaft? Ich renne einfach weg. Komm, ich habe auf die überhaupt keine Lust jetzt. Ich hoffe aber mal, hier unten gibt es die Möglichkeit, sich zu verstecken. Die kommen uns jetzt ernsthaft nachgelaufen? Sag mal, wie blöd seid ihr eigentlich, Freunde? Siehst du, was ich mit euch tue? Ja, auf zu schießen. Meine Klinge ruft nach dir. Was sagt sie denn? Guten Abend. So. Keine Zeit für irgendwelche Unholde. So, da unten steht die nächste Mission und bevor wir die starten, muss ich nochmal ein ganz kurzes Päuschen machen. Ich setze hier an dieser Stelle einfach einen Schnitt. So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Assassin's Creed Unity. Kleines Päuschen gemacht. Und jetzt geht es auch schon wild weiter hier. Wir sind geflüchtet vor den Herrschaften, haben sie teilweise auch getötet. Und jetzt werden wir uns den Schlüssel schnappen und ihn in das richtige Schloss führen sozusagen. Dieser Strahl ist zwar nicht mehr da, aber ich denke, Arno wird wissen, wo er den Schlüssel einzuführen hat. 40.000 Livre als Belohnung. Die Dornenkrone, das Relikt beschaffen. Auf geht's. Mein Controller vibriert. Vibrationen. Und nun zum Artefakt. Verzeihung. Ein meisterhafter Dieb. Herzlichen Dank. Und was ist mit dem Kommandant? Sag ihm, dass ich kündige.
Alter Schwede. Okay, unser Öl ist nicht mehr brauchbar, weil wir im Wasser sind. Was für miese Pisser. Leo, wie hast du mich gefunden? Ich weiß, was ich tue. Ganz Frankreich zählt auf dich. Kleiner Mann, danke. Und jetzt verschwinde, das ist mein Ernst. Warum? Ich will herausfinden, was sich im Tempel verbirgt. Er wird scheitern. Denn ich bin Assassine. Kommen wir da nicht hoch? Doch. Okay, irgendwas ist hier runtergeflogen. Was ist das? Ah, unsere Laterne. Sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir wieder hoch. Wir müssen zurück... Wow. Ah, okay, wir müssen erstmal unsere Lampe wieder auffüllen. Alles klar. Meint der Lampe? Okay, erstmal hier rüber. Und erstmal die Lampe auffüllen. Und dann wieder zurück. Sonst kommen wir nicht weiter. Ich mag dieses Rätsel. Ich mag diese Rätsel ernsthaft. Ich finde das so cool. Kommen wir da oben lang? Nee, ne? Wir müssen schon hier wieder zurück. Okay. Erstmal die Lampe ausmachen. Im Moment brauchen wir die ja noch nicht. Okay, dann können wir uns hier wieder zurückhangeln und müssen halt mit angeschalteter Laterne dann da drüben diese Viecher wegmachen. So, hier war das. So, das Getier ist eliminiert. Was sind das überhaupt? Das hört sich echt ekelhaft. Sind das Spinnen? Das erinnert mich ein bisschen an Uncharted, muss ich sagen. Okay, hier können wir irgendwas aktivieren. Und die Lampe ausschalten wieder. Brauchen wir im Moment ja nicht, oder? Sieht nicht so aus. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Da kommen wir aber nicht weiter. Das heißt, wir müssen da hoch irgendwie. Können wir da hochklettern? Nee. Hä? Wie sollen wir denn da hinkommen? Ah, hier vielleicht hoch? Nö. Wett. Mal gerade checken hier mit dem... Ach, und wahrscheinlich, wenn die Tür hier, wenn ich die jetzt hier wieder zumache, ne? Ach, das geht gar nicht mehr. Okay, man kann die Tür gar nicht mehr zumachen. Ich dachte, wenn ich die jetzt zumache, geht woanders einer auf, aber... Dem ist nicht so. Hier hochklettern geht auch nicht. Nein, 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 nicht ins Wasser springen, boah. Hä? Wo genau soll ich denn jetzt lang, liebe Herrschaften? Ich mach gerade mal die Laterne aus. Hä? Bin ich jetzt blöde? Herr Blödefeld? Vielleicht nochmal zurücklaufen? Ah, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, hier hoch. Und dann hier rüber. Oh, jetzt müssen wir durchs Wasser durch. Okay. Jetzt müssen wir da wahrscheinlich irgendwie draufspringen, ne? Da drüben. Boah, den Balken habe ich gar nicht gesehen, krass. Okay. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir das Ding hier aktivieren. Was diese Tür öffnet. Jetzt ist aber das Problem, dass uns das überhaupt nichts gebracht hat, irgendwie. Habe ich das Gefühl? Oder? Hat das jetzt irgendwas Besonderes gemacht? Jetzt können wir hier wieder hoch. Aber was dann? Okay, vielleicht hier auf diesen Querbalken und dann sind wir ja schon... Ah, okay. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir hier. Bringt uns das aber auch nicht wirklich mehr, oder? Ah, doch, warte mal. Ach ja, die Lampe geht jetzt nicht mehr an. Wir müssen die jetzt erst wieder aufladen. Tolle Wurst. Hm, Bratwurst. Okay, das heißt dann erst hier runter? Oder was? Das Ding wieder auffüllen?
Flöps, unseren Schlingel ins Tübchen drücken. Keine Ahnung. Nennt, wie ihr es wollt. Nein! Boah, wenn der jetzt ins Wasser gesprungen wäre, ne? Arbeitsch mit Fressgaune. So, hier runter. Oh! Ich glaub das jetzt nicht, was ich da sehe, ne? Ich glaub das jetzt nicht. So. Typchen darin. Plöpp. Okay. Na komm, rumklettern da. So, ich kletter jetzt bis zum Ende und lass mich dann erst fallen. So. Okay. So, jetzt müssen wir da hoch. Was ja kein Problem ist, weil die Viecher hauen ja ab. Dann können wir hier rumlaufen. Hier auch rumlaufen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ist nicht mal so ein richtiges Rätsel, ist einfach nur so ein bisschen logisch versuchend vorzugehen. Jetzt da nicht ins Wasser, sondern hier weiter und dann können wir... Ah, ja. Perfektamente, perfektamente. So, wo war das jetzt? Hier war das. Hallo, ihr Mistviecher. Verpieselt euch. Wups, da sind wir. Und dann sind wir auch schon fast da. So. Den Tempel erreichen. Dann sind wir auch schon da. Und jetzt sollen wir Rose eliminieren. Alright. Alter, wie geil. Dieser Mega-Tempel hier. Erstmal natürlich den da. Ich hoffe einfach mal, dass die anderen gleich abhauen. Wenn wir den da haben. Ah ja. Okay, die anderen machen nichts, die rennen einfach weg. Das ist sehr gut. Pam! So, Rose. Wir sind unterwegs. Bitte was? Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm, 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 komm. Wo bist du denn jetzt? Hm? Quatsch mich nie wieder von der Seite an, Bruder. So, Rose. Weg. Besser was zu tun, als mich mit euch rumzuschlagen. Au. Sag mal, willst du mich verarschen? Du kleiner Pisser ohne Rüstung? So. Du verblutest elendig, dein Problem. Und da ist Rose. Die Donnerkrone. Das Artefakt wirst du niemals kriegen. War ja klar, dass der Pisser nicht allein ist. Deshalb würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um sein Fußvolk. So sieht's nämlich aus. Und das arme Fußvolk, das absolut nichts mit der ganzen Sache zu tun hat. Also eigentlich ja schon. Die kommen jetzt alle, oder was? Okay. Kein Problem, ich töte sie alle. Wobei, wenn ich Rose zuerst töte, ist das andere ja alles kein Problem, ne? Spiele ich nicht so auf. Den haben wir gleich. Und zwar jetzt. Jetzt! Stell dich hier nicht raus! Ich habe die Artillerie zum Beenden der Belagerung abkommandiert. Stehlt das Artefakt und eure Belohnung wird viel höher als das, was Kommandant Bonaparte euch bot. Wohin bringe ich es? Zu Mademoiselle Eva. Okay, das Rätsel lösen. Once again another Rätsel. Ich denke einfach mal, dass wir alle Dinger hier anzünden müssen, oder? Weiß es nicht.
Ja, genau. Wir müssen die einfach nur anzünden. Alles klar. Und dann haben wir Zugang zur Donnerkrone. Zack. Okay, das war falsch. Das ist schön. Habe ich gut gemacht. Sehr gut. Warte mal, ich mach nochmal. Ich leuchte nochmal hier hin. Weil da wird ja irgendwas angezeigt, ne? Ah ja, okay. Erstmal sowas wie ein Y. Das ist das hier, oder? Genau. Dann das mit den zwei Füßen vorne dran. Das ist es nicht. Das mit den zwei Füßen ist das hier, glaube ich. Das hier. Okay, die Reihenfolge wird uns also hier direkt präsentiert. Das ist super. Besonders für mich. So, das mit dem einen Fuß vorne dran war, glaube ich, das hier, ne? Genau. Und dann kommt das Strichchen. Das ist das da hinten wahrscheinlich. Genau. Und das tun wir. Pumps. Vive la France. Es lebe Frankreich. Was? Nimm das Artefakt. Du bist der Schütze. War geil, ne? Ihr braucht's doch gar nicht probieren, Freunde. Es ist vorbei. Bye, bye, beautiful. Oder Unicorn, sagt er ja, ne? Wir kriegen das jetzt. Kann ich die Tür nicht öffnen? Ach, man muss mal irgendwo hochklettern, ne? Okay. Ah, da oben hin müssen wir, alles klar. Da kommen wir wahrscheinlich nicht einfach so hoch. Schätze ich jetzt einfach mal. Oder? Ah, doch, 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 das geht. Das ist okay. Ich frage mich, wie die Leute das früher da oben geholt haben. Ich meine, einfach so easy bist du da ja auch nicht gerade hochgeklettert. Frage ich mich, wie die das früher gemacht haben. Nee, da hoch komme ich jetzt nicht. Hä? Wie, Nee. Ah, hier, okay. Sind die da früher dann auch immer hochgeklettert, wenn sie das Artefakt wollten? Ich weiß es nicht. Da ist es. Die Donnerkrone. Boah. Nun, mein Freund, werden wir sehen, warum sie dich wollen. Jetzt bist du erst so richtig interessant, oder was? Die Donnerkrone haben wir, das Relikt beschaffen. Kopf von Saint-Denis. Halten Sie Kreis gedrückt, um diese alte Relikt aufzuladen. Beim Loslassen wird die Macht von Saint-Denis entfesselt. Krass. Bam! Boah. Krass. Das ist schwarze Magie. Das ist Wahnsinn. Darf es nie bekommen. Alter, wie krass. Wie krass. Und die musikalische Untermalung dazu auch noch. Ach, da hinten ist die Treppe. Okay. Pam. Pam. Boah. Boah, ist das mega. Oh ja. Unsere Hoffnung
für die Zukunft des Menschen beschränkt sich auf nur 3 Punkte. Napoleon Bonaparte, ihr werdet verhaftet wegen Verrats und Verlassen des Postens. Ausmerzung der Ungleichheit zwischen verschiedenen Nationen. Vorantreibung der Gleichheit in ein und derselben Nation. Alle einsteigen. Das hier muss zu Al-Mualim in Kairo. Ha! Und schließlich die wirkliche Besserung des Menschen. Mal wieder ein paar aufregende Worte zum Schluss dieses Download-Contents für Assassin's Creed Unity. Ja, Dead Kings ist beendet. Wir haben das Ding durchgerockt. Rund 11 Folgen haben wir gebraucht. Wir haben uns auch ein bisschen Zeit gelassen, muss man sagen. Aber insgesamt ist es ein verdammt umfangreicher DLC, denn wir haben ja noch längst nicht alles gemacht. Es sind ja noch 2-3 Missionen offen. Die werden wir, sage ich euch mal an dieser Stelle ganz ehrlich, jetzt nicht nochmal spielen. Mit diesem Video ist Assassin's Creed Unity beendet. Komplett von vorne bis hinten. Das heißt, das Hauptspiel haben wir ja sowieso schon beendet, jetzt haben wir den kostenlosen DLC noch gezockt. Sollte es natürlich noch ein Download-Content geben, sowas wie Dead Kings jetzt, dann werden wir den auf jeden Fall jetzt zocken. Dann werden wir den auf jeden Fall noch zocken, so rum. Und ich weiß nicht, ob wir auf jeden Fall auch noch die Koop-Mission mit dem guten Sarazar zocken werden. Da werden wir mal gucken, da schließen wir uns einfach mal kurz die Tage. Und dann sagen wir euch dann nochmal Bescheid, ob es da noch weitere Koop-Folgen geben wird oder halt eben nicht. Ne, das schauen wir dann, wie gesagt, spontan einfach mal rein. Ansonsten muss ich sagen, Assassin's Creed Unity Dead Kings hat mir eine Menge Spaß gemacht. War auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entschädigung dafür, dass das Spiel so schlecht angelaufen ist. War sehr umfangreich, war sehr spannend. Ich mochte dieses Düstere. Das hat mich alles so ein bisschen, wie gesagt, an die Assassinengräber von damals erinnert. Und deshalb fand ich das extremst cool und extremst fett, was die Jungs da nochmal auf die Beine gestellt haben. Und ich, also von mir aus gerne ruhig noch so ein DLC. Ruhig noch 1-2 von den Dingern, vielleicht... weiß ich nicht, kann man ja noch ein bisschen was rausholen, ich habe keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit Notre Dame oder sowas, ich kenne mich da ja gar nicht aus mit der Geschichte so richtig, aber ich denke, da ist noch viel Platz für ein paar Download-Contents, ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen, die dieses Let's Play schauen. Ist ja ein Let's Play, was verhältnismäßig weniger geklickt wird als jetzt zum Beispiel FIFA oder GTA, also im Schnitt so zwischen 3.000 und 4.000 Leute, aber genau diesen 3.000 und 4.000, zwischen 3.000 und 4.000 Leuten danke ich an dieser Stelle herzlichst, dass sie immer wieder bei Assassin's Creed mit frönen und fighten, mit Assassine sind, finde ich einfach mega, mega cool und mir macht die Serie einfach eine Menge Spaß, was man vielleicht daran merkt, dass ich einfach jeden Titel auf meinem Kanal habe, also von Assassin's Creed 1 bis Assassin's Creed Unity haben wir hier wirklich alles am Start und sogar Liberation, also das neben Assassin's Creed quasi, sogar das haben wir hier am Start. Einfach mal in die Playlist schauen und da seht ihr dann, dass wir hier wirklich alles Mögliche, was mit Assassin's Creed zu tun haben, bisher gezockt haben. Als nächstes steht jetzt auf der Agenda Assassin's Creed Rook, das kommt ja dann im März für den PC raus und dann werden wir uns damit dann auch wirklich beschäftigen. Bis dahin ist leider erstmal Assassin's Creed Pause. Tja, ist leider so, kann man leider nicht ändern. Und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Rook und am Ende des Jahres geht es ja dann weiter mit dem neuen Assassin's Creed Teil. Da verschlägt es uns ja dann nach London. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an alle, die immer mit dabei sind hier bei Assassin's Creed. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, weil ich das Game wirklich sehr mag. Ja, die komplette Serie. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass ihr auch bei den anderen Let's Plays noch mit dabei seid hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, dass wir noch lange Endscreens oder Credits von irgendwelchen Spielen sehen werden. Am liebsten die nächsten 10 Jahre von mir aus. Denn das würde bedeuten, dass ich die nächsten 10 Jahre noch das machen darf, was ich hier gerade mache. Let's Plays, euch unterhalten und dabei Spaß haben. Genau das ist das, was ich am liebsten tue. Und jetzt habe ich genug gequatscht und genug meine Floskeln von mir gelassen. Ich lasse euch jetzt in Ruhe, wünsche euch noch einen schönen Tag und noch viel Spaß hier mit den Credits. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin.